Hallo, Hallo meine Lieben! Oh, so süß! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute gibt es ein Back-to-School-Schulsachen-Haul-Video. Die kleine Lara hat nämlich morgen schon ihren ersten Schultag und deswegen zeigen wir euch noch schnell die Sachen, die sie braucht, die wir gekauft haben für sie. Und wer mir schon länger folgt, der kann sich vielleicht daran erinnern, vor genau 5 Jahren saß ich da mit der Michelle. Und die war so klein wie du. Und jetzt bist du. Hallo meine Lieben. Heute wieder mit der ganz süßen Michelle. Heute zeigen wir euch meine Schulsachen. Genau, heute machen wir einen Schulsachen-Haul. So, wir fangen an, bevor die Mama jetzt gleich ein Tränchen weint. Ja, können wir heute. Mein Mädchen wird groß. So, wir zeigen euch schnell, was wir für die erste Klasse jetzt brauchen, gell? Zeigen wir die Schultüte her. Schaut mal, das ist die Schultüte. Was ist da drauf, Lara? Ein Einband. Ja, und was steht da drauf? Lara. Ja, diese Schultüte hat ein lieber junge Frau für uns gemacht. Sie hat so einen Instagram-Shop und sie hat mich gefragt, ob sie uns eine Schultüte nähen darf. Die passt jetzt so in der Schultasche von der Lara, die zeige ich mir auch gleich. Und die ist riesengroß und selbst genäht und da sind ganz tolle Sachen drin. Die Lara hat sie genäht? Ja, die hat sie genäht. Und da sind ganz tolle Sachen drin. Die Lara freut sich schon drauf. Sie weiß nicht, was drin ist. Sie ist ganz gespannt. Sie ratet die ganze Zeit. Ist da das oder jenes drin? Aber wir werden auf jeden Fall im Vlog zeigen dir dann, was du da drinnen hast. Ja, kannst du das dann aufmachen? Bist du schon gespannt, gell? Ein Lollipop! Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was brauchen wir dann noch für die erste Klasse, Lara? Schultasche. Ja! Und das ist der Lara, ihre Schultasche. Magst du die herzeigen? Mhm. Die Lara sieht, das ist ihre neue Schultasche. Wir haben uns für eine Ergo-Bag entschieden. So schaut die aus. Die ist lila und hat so Sterne drauf und Einhörner. Die Lara liebt nämlich Einhörner. Und lila. Und lila, das stimmt. Die Lara wirklich immer lila geliebt und das hat sich so behalten. Und da sind halt so coole Patches drauf und überall sind Einhörner. Und ich kann das auch da runtergeben und das kann ich draufgeben. Genau, du kannst alles 4 Stück und du kannst sie dann wechseln. Und die Ergo-Bag ist wirklich eine super Schultasche, ist zwar ein bisschen teurer. Also wir haben unsere von Amazon bestellt. Ich habe so, glaube ich, um die 200 Euro ausgegeben. Ich kann sie euch gerne unten in der Infobox verlinken. Ja, ich finde Ergo-Bag ist halt wirklich toll, weil die hat, ist halt wirklich nicht so schwer und sie ist halt sehr ergonomisch und ja, die ist einfach wirklich toll. Und das habe ich halt jetzt gern ausgegeben für meine kleine Lara. Wir zeigen euch noch. Kannst du sie alleine aufmachen? Ja. Ich habe so ein Spezial-Aufmachen. Sehr gut. So zum Wischen. Richtig cool. Und dabei, bei der Schultasche war noch diese Turntasche. Die kann sie auch so als Rucksack nehmen. Aber wir werden sie als Turntasche verwenden. Schau mal, da ist auch so ein Ding. Kannst auch wechseln. Und was ist das? Ein Federbanal. Ein Schüttelbanal. Richtig, da ist noch ein Schüttelbanal. Das werden wir dann gleich befüllen. Gar nichts drin. Das machen wir dann gleich. Das zeigen wir dann auch euch hier, ja, was wir da reinmachen. Und noch ein Federbanal. Genau. Das müssen wir dann auch noch befüllen, weil da haben wir von der Volksschullehrerin bestimmte Vorgaben, was da drin reingehört. Deswegen machen wir dann gleich alles raus und machen dann unsere Sachen rein. Aber das zeigen wir euch sowieso dann gleich. Und jetzt zeigen wir euch die Schulsachen, die wir gekauft haben. Noch zusätzlich, die sie natürlich da mit braucht. Ich mache das so gleich mit der Materialliste, mit der Liste, mit der wir auch einkaufen waren. Also da steht, wir brauchen, also wir können das eigentlich eh gleich machen. Du kannst eigentlich die ganzen Sachen aus dem Federpenal schon rausziehen. Und die Sachen, wo soll ich die Sachen noch geben? Weißt du was, das Lineal kannst du drinnen lassen. Und den Spitzer kannst du drinnen lassen. Den Radiergummi machst du auch raus. Aber die ganzen, die lassen wir dann im Bett. Die tun wir dann zu unseren Buntstiften, okay? Also, während die Lara jetzt die ganzen Sachen aus dem Federpenal rausmacht, zeige ich euch schnell, was wir in das Federpenal reinmachen müssen. Also, wo habe ich das alles hingetan? Hier. Als erstes steht hier 2 bis 3 Bleistifte in der Nummer 2. Da habe ich die von Faber-Castell gekauft.
Na toll. Auf jeden Fall, ja, Faber-Castell. Mir haben die gut gefallen, da sie so einen leichten Grip haben. Und ich mag die auch total gerne. Also ich verwende die auch selbst bei mir im Büro. Ich wollte zuerst der Lara Linkshänder Bleistifte kaufen, aber da hat der Patrick gesagt, das ist Blödsinn, brauchst du keinen Bleistift für Linkshänder kaufen, weil die Lara ist Linkshänder und sie ist die einzige in der Familie übrigens, die Linkshänderin ist. Ja, der Patrick hat gemeint, es ist unnötig. Auf jeden Fall, Nummer 2, super Schätzi, die Nummer 2 ist HB, deswegen habe ich hier gleich 2 oder 3 hier von denen gekauft. Dann steht hier, dass du Buntstifte in guter Qualität brauchst, 12 Farben plus Hautfarbe. Ich fand diesen Begriff mit Hautfarbe schon sehr, sehr schwierig. Dann haben wir einfach Fleischfarbe genommen. Genau, wir haben dann einfach Fleischfarbe genommen. Es gibt tatsächlich eine Farbe, die heißt Fleischfarbe. Ich habe ja diese Jolie gekauft. Das sind, ich glaube, das ist eine österreichische Marke. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hochwertige Buntstifte. Und dazu haben wir noch den Fleischfarbenen gekauft. Und ja, das ist wirklich was Hochwertiges. Das ist ja immer da dabei. Es ist jetzt zwar auch okay, aber wenn gerade die Lehrerin auch etwas Gutes verlangt, dann kauft man das natürlich gerne. Du kannst das jetzt, wenn du möchtest, mein Schatz, einräumen. So nach dieser Farbe hier. Dann brauchen wir einen weißen Radiergummi von dieser Marke. Also das stand sogar auf der Liste von Städler, der Mars Plastic. Fokus. So. Die Frau Lehrerin wollte den haben und das ist auch wirklich ein guter Radiergummi. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch den immer für die anderen Kinder gekauft, also für Michelle und Patrick, weil es wirklich ein hochwertiger Radiergummi ist. Der radiert gut und ja. Deswegen, den haben wir gekauft. Den mache ich da jetzt da rein. Okay. Das schaut aus wie der andere. Eigentlich schaut der aus wie der andere, stimmt. Jetzt, da steht ein kleines Lineal, aber da ist ja schon ein kleines Lineal und das ist gut, deswegen lassen wir das drinnen. Weil eigentlich hätte ich ja noch ein Lineal gekauft, von der Marke Aristo, aber ein kleines Lineal kann man immer gebrauchen, deswegen werde ich das als Reservelineal behalten. Dann, Lara, brauchen wir den Textmarker in Gelb. Ich habe ihr da diesen von Stabilo gekauft. Ist das richtig rum? So. Als nächstes steht auf der Liste ein abwaschbarer Folienstift. Den habe ich auch von dieser Marke Städler mitgenommen. Mit dir. Non-permanent, also nicht permanent und er ist abwaschbar. Und es gab ihn in F und S, also in Fett und Small oder wie auch immer. Und deswegen habe ich ihn Fett mitgenommen, damit sie einfach besser mit dem schreiben kann. Dann steht hier auf der Liste, dass die Lara noch diese Post-it-Klebezettel braucht. Warte kurz, Lara. Wir wollten diese Dinge da zeigen. So schauen die aus. Da steht, dass sie die zum Markieren von Buchseiten braucht. Aber die Lehrerin wird dir das erklären. Du brauchst überhaupt keinen Stress haben, Lara. Weil die Lehrerin wird euch erklären. Das ist. Das zum heißt, Glück ist sie nett. Zum Glück ist sie nett. Okay. Du wirst wahrscheinlich so Buchseiten damit markieren. Und siehst du, du kannst sie hier fühlen. Siehst du? Und da kommen die Farben? Nein, du kannst sie so nehmen und dann musst du ziehen. Was soll ich denn damit machen? Das ist, da klebt es. Und das, sie sagt euch dann, nehmt euch die Seite in dem Buch und klebt das dann rein. Kann ich irgendeine Farbe nehmen? Sie wird euch wahrscheinlich Bescheid sagen. Du kannst es da reingeben. So, das war's jetzt fürs Federbinal. Wir zeigen euch das jetzt. Hoppala. Wir zeigen es euch jetzt nochmal befüllt. Aber ich wollte es gerade zumachen, aber es geht nicht. Wieso nicht? Wegen dieses Stift. Also ich zeige dir gleich, wie man das macht. Ja, also wie ihr seht, Federbinal ist ungeschlichtet. Der Radiergummi, den die Lehrerin haben will. Die Stifte, also die Bleistifte, die Buntstifte, der Folienstift und die Post-its. Und den Marker machen wir nur so rein, weil er nicht so geht. Du kannst ihn immer schon so reingeben. Klappen. Ist so. Und im Schüttelpenal machen wir jetzt auch Sachen rein, weil jetzt kommt nämlich ins Schüttelpenal die Filzstifte rein und da mussten wir diese Duos kaufen. Aber ich habe zu wenige Filzstifte. Wie? Nein. Wir tun sie einfach so rein. Und da dann? Nix. Also, das Schüttelpenal schaut so aus, die Lara hat schon. Will alles genau machen. Sie hat hier diese Fächer drin, aber das geht sich ja nicht aus. Deswegen, aber da gibt es auch keinen Platz. Da gibt es für so große Sachen, so Lineal oder so. Verstehst du? Ja, ich dachte, die ist. Groß. Das andere? Ja. Das kann man da reinmachen. Dann hast du ein Ersatzlineal. Das ist echt gute Idee, mein Kind.
Ich meine das Gelbe. Das Gelbe, nein. Lass dort lieber dort, weil das wirst du oft brauchen. Die Lehrerin hat sich ja was dabei gedacht, als sie euch gesagt hat, was sie das da... Okay, jetzt hast du hier auch ein Lineal, okay? Falls du das andere verlierst oder okay? Auf jeden Fall haben wir hier diese Filzstifte gekauft. Es stand drauf, ich soll die Duos kaufen mit dick und dünn. Weißt du, kennst du eben diese Stifte, oder? Die haben wir schon auch zu Hause gehabt. Oh, da ist schon drauf, ohne Stift. Da ist, schau mal, das ist eine Zeichnung. Hier ist dünn. Ja, ich weiß, ich kann mich auch zu Hause. Ja. Bin ich mein Baby. So, haben wir jetzt alles rausgeholt? Ja. Ja. Leider schon ganz ungeduldig. Bitte schön, mach das zu. Video, mach das zu. Und ich mach mal hier weiter. Brauchen wir ein kleines Plastiksackerl. Okay. Also kleine Plastiktüte für die Deutschen unter euch. Plastiksackerl, sagen wir in Österreich. Kleines Plastiksackerl. In der Schule gibt es ein Körbchen für diese Materialien. Okay. Das heißt, ich muss jetzt da Sachen reingeben. Eine Schere, gut schneiden. Ich soll vielleicht dann auf den Plastiksackerl Lara aufschreiben? Oder was für ein Plastiksackerl? Wisst ihr, ich meine, man hat ja nie mehr Plastiksackerl. Das ist eine Tüte. Was soll ich damit machen? Da steht, ich muss da eine Schere reingeben. Und? Dein Uhu, Uhu-Stick und ein Dosenspitzer. Oh, was ist das? Voll verwirrend, noch nie sowas gemacht. Jedes Kind neue Schere. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier der Lara diese Schere gekauft für Linkshänder. Die Lara ist ja Linkshänderin. Hat den schon. Super, Schatzi. Kannst du ihn schon mal herzeigen? Genau, ein Dosenspitzer ist das. Und der ist auch für Linkshänder. Wusste ich gar nicht, dass es sowas schon gibt, aber... Es gibt noch andere Farben, Es gibt noch andere Farben. Es gab auch andere Farben, genau. Also ich glaube, rosa. Rosa und grün. Das ist auf jeden Fall so ein... Und orange. Stabilo Easy, der ist richtig ergonomisch und der ist halt gut für Linkshänder, wahrscheinlich, weil sie ihn gut halten kann und dann kann sie halt gut spitzen. Also Linkshänder-Schere finde ich wichtig bei Linkshändern-Kindern, weil da tun sie sich schon schwer, mit den anderen Rechtshänder-Scheren zu schneiden. So, da mache ich die Schere rein. Da kommt Uhu-Stick rein. Okidoki, wo ist der Uhu-Stick? Uhu-Stick kennt man, oder? Kann ich auch machen. Das ist blöd zum Opfer. Ja, genau das. Lass mich das auch machen, weil das ist ein bisschen... Also da ist so Pokémon drauf. Und da ist... Welches möchtest du mitnehmen? Das mit Pikachu? Oh, und dein Glitter war auch dabei. Okay, dann pack das da rein. Okay, das. Und Uhu-Flüssigtropfer. Ich war mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, welchen Uhu ich kaufen soll. Deswegen habe ich den hier mitgenommen. Und den hier. Was soll ich mit den anderen machen? Das braucht man dann für was anderes. Also, ich habe jetzt da, den hast du auch noch und noch den. Okay? Mal schauen, was die Lehrerin sagt, welcher der richtige ist. Als nächstes stand auf der Liste, dass wir einen Werkkoffer brauchen. Und die Lara hat sich den in Pink ausgesucht. Wie die Michelle. Michelle hat auch den in Pink genommen. Ja, auf jeden Fall haben wir den, den mit diesem Verschluss. Und diesen Plastikdecken, damit der halt auch ein bisschen was aushält. So, machen wir den auf, weil den müssen wir befüllen. Als erstes brauchen wir Wassermalfarben. Ich habe hier diese gekauft von Jolie. Das sind 12 Stück. Super Tubs. Und da drinnen ist so ein Deckweiß. Und noch 2 Pinsel sind da auch drinnen. Und auf jeden Fall sind die Jolie Sachen bei uns die besten Sachen. Was soll das sein? Pinsel. 2 Pinsel. Ein Borsten und ein Haarpinsel. Was soll ich damit machen? Malen. So, mach das mal rein, Schatzi. Dann brauchst du ein Malhemd, ein altes Shirt. Also genau, wir haben eins gekauft. Vergessen. Wir haben so ein Malhemd gekauft. Sollen wir das gleich machen? Wir haben doch schon eins, ein blaues. Ja, aber das haben wir einfach ein neues genommen. Ja, ich meine das gerne. Soll ich das auch machen gleich? So, jetzt hast du das hier, okay? Dann brauchen wir einen bruchfesten Malbecher. Was ist das? Wo ist der jetzt? Ich verstehe gar nichts. Ah ja, genau. Wir haben hier diesen Wasserbecher von Faber-Castell gekauft. Den haben wir für die Lara gekauft. Der ist voll cool. Richtig.
mach den mal kurz raus. Mit Pinselablack. Zeig du mal, wie der auch funktioniert. Ja. Oh mein Gott, das ist so schwer. Nein, schau, du musst ihn da nehmen und da drücken mit den Daumen, okay? Okay, bitte. Ja, hoch, hoch, hoch. Also ich zeige einmal vor, okay? Ich bin nicht so stark wie du. Nein, das ist halt nicht mehr stark, sondern das bist du, es kann. Ein bisschen, und wenn, du kannst nur so ein bisschen rausziehen und dann, wenn er schon draußen ist, kannst du... Okay? Die Michelle hat gesagt, wir müssen den nehmen, weil das ist einfach der coolste überhaupt. Schaffst du es? Ich schaff's. Super, das ist ein bisschen Übungssache. Braucht es. Dann braucht die Lara auch... Kreide. Öl, Wachs, Stifte, oder? Ölkreidestifte, wie heißen die? Weiche Kreide. Ölkreide, so, jetzt muss ich nochmal nachdenken. Das ist nicht Kreide. Doch. Nein, Ölkreide, das ist ja so wachsig. So wie diese Stabilo-Stifte von der Lara, diese dicken. Du kennst Wachskreidestifte. Auf jeden Fall sind das die besten von Jackson. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja. Aber die sind wirklich, wirklich gut. Und 12 Farben brauchte sie dafür nur. Oder? Das steht nur eine Packung. Es gibt nämlich auch eine riesengroße Packung mit mehreren Ölkreiden. Dann braucht die Lara auch Haarpinsel und Borstenpinsel. Da habe ich hier so ein Paket gekauft für Borstenpinsel. Und dann habe ich hier nochmal so ein Paket für Haarpinsel gekauft. Schaut mal. Du machst das auf, das machst du da unten. So, ich zeige es euch nochmal ausgepackt. Also das sind die Borstenpinsel in verschiedenen Größen und das sind mehr so die Haarpinsel, okay? Die Lehrerin wird es euch dann eh nochmal genauer zeigen. Wenn sie dann nass werden, Lara, werden sie dann eh weich. Ein Maltuch. Da habe ich der Lara so ein altes Geschirrtuch vorbereitet. Das habe ich bei der Michelle und bei Patrick auch so gemacht. Das reicht schon. Dann braucht die Lara hier zweimal Uhu flüssig tropffrei in diesen Koffer rein. Da habe ich hier den hier gekauft. Ich glaube halt zumindest, dass der, weil da steht halt groß tropffrei drauf. Also gehe ich mal stark davon aus, dass das der ist. Dann brauchst du hier auch noch zwei Uhu-Stick rein. Also machst du hier bitte einen rein. Und ich habe hier noch so ein Paket gekauft. Also ich bin immer gespannt, was du dann alles klebst. So, bitteschön, machst du da noch einen rein. Und zwei kleine Knäuelwolle. Deswegen habe ich hier zwei welche gekauft, weil ich habe keine zu Hause gehabt. Ich habe dir einmal gelb gekauft und einmal pink. Ich habe kein blau gefunden. Lara wollte unbedingt blau haben. Ja, gut. Machst du es da rein? Das können wir zumachen. So, der Werkkoffer ist schon fertig. Den werden wir morgen auch gleich mitnehmen und in der Schule lassen. Entschuldigung. So, weiter geht's. Wir haben echt einige Sachen gekauft, aber nicht so schlimm. Dann braucht die Lara für Zeichnen noch zwei Malblöcke. Da haben wir die von, sie wollte, also die Frau Lehrerin hat gesagt, wir sollen die mit dem Hasen kaufen von Dürer Hase. Das ist ein super Papier. Aber weil das große passt nicht bei mir in der Schultasche. Nein, das bleibt in der Schule. Das bringen wir dorthin, das bleibt immer in der Schule. Das musst du nicht mit nach Hause nehmen. Dieses Papier ist super, weil es hat vorne und hinten ist es einmal glatt und rau. Genau, und dann können die Kinder halt variieren, ob sie auf der glatten oder auf der rauen Seite malen. Dann brauchen einmal A3 und einmal A4. Dann Turnsackerl. Und das ist check. Ja, check. Das ist ja dein Turnsackerl, besser gesagt dein Turnrucksack. Der bleibt dann in der Garderobe, ja, mein Schatz. Da drinnen können wir ja die Schuhe rein. Könnte man die Schuhe reinmachen, damit es halt nicht dreckig wird, aber. Kinder turnen ja eh nur im Indoor-Bereich, deswegen ist es nicht notwendig. Ja, ich zeige euch mal, was ich für Schuhe für die Lara gekauft habe, weil ich habe ihr Hallenschuhe gekauft. Die Hallenschuhe haben ja so eine besondere Sohle. Kannst du mal herzeigen? Jetzt hat es aus der Rot. Ja, ist so neonmäßig. Wir haben der Lara so Hallenschuhe gekauft mit dieser besonderen Sohle, weil mit der rutschen sie nicht in der Halle und sie hinterlassen keine Spuren, wenn sie mal jetzt zu schnell laufen und herumquietschen. Ich habe die von Hervis gekauft, die waren sogar reduziert von 35 auf 30 Euro und die sind halt richtig cool. Die passen der Lara. Also, das sind jetzt die Hallenschuhe, die werde ich jetzt da gleich reinmachen. Und ganz wichtig bei so kleinen Kindern, finde ich zumindest, sind Klettverschlüsse. Das geht einfach, tut uns nicht lang herum.
und kann auch nichts passieren, dass sie umfallen oder sie, keine Ahnung, ausrutschen, hängen bleiben oder was weiß ich. So, dann braucht man natürlich ein Turnleiberl, also ein Turn-T-Shirt. Ich habe ihr das von Ernstix Family gekauft. Das ist ein richtiges Sport-T-Shirt aus diesem speziellen Material. Und, ich habe doch schon eins. Hast du schon eins? Michelle hat mir geschenkt. Michelle hat dir eins vererbt, ja. Aber jetzt hat sie halt zwei. So, dieses hier. Und dann habe ich ihr noch eine Leggings. Also ich hatte ihr auch eine Sport-Leggings gekauft, aber die war, hat ihr nicht gepasst. Deswegen nehmen wir einfach eine ganz normale Leggings. Und was ganz wichtig ist bei Mädels, so. Haargummi. Haargummi. Sollen wir die Schuhe auch hier reinmachen? Gerade mit der Lara, ob sie doch nicht. Da kannst du da, wenn die, deine Klamotten nicht schmutzig. Da kannst du hier immer die Schuhe reingeben, Schatzi. Die sind drinnen, aber in einem extra Fach. Siehst du? Ist doch cool, oder? Machen wir das so. Also gut, Schuhe doch im extra Fach drinnen, weil es ja wirklich cool ist. Berührt das halt wirklich nicht die Klamotten und die Sachen. Das sieht jetzt sehr schön aus. So, das Gummiregel haue ich da einfach unten rein. Okay, dann suchst du es immer unten. Außerdem werde ich die eh in meinen Zopf machen. So, Turn ist auch. Das müsst ihr dann unten im Turnsaal aufhängen. Das zeige ich dir dann mal. Wie wir die Schule besucht haben, da war der Turnsaal ganz unten. Ja, da hat schon der Patrick geturnt und die Michelle war da auch schon in der Schule dort. Alle deine Geschwister waren schon dort. Außer Luisa und Philipp. So. Noch Babysit. Genau. Die Hefte müssen wir nicht kaufen. Die kauft die Lehrerin zusammen. Da müssen wir nur das bezahlen. Das finde ich praktisch. Wir haben alle Kinder dieselben Hefte. Perfekt. Muss man sich auch nicht drum kümmern. Und jetzt kommen so die sonstigen Sachen wie Hausschuhe. Als Hausschuhe hat Lara diese hier. Die hat sie noch im Kindergarten gehabt. Aber die passen ihr noch so gut, dass wir es schade gefunden hätten, neue zu kaufen. Weil die sind ja auch wirklich neu. Naja, ihr wisst schon. Alt. Nicht neu. Naja, aber die schauen noch recht gut aus. Ich meine, das finde ich schon. Aber die stinken. Gar nicht. Käsefuß, du. Dann eine Packung Papiertaschentücher. Das habe ich vergessen. Das muss ich nachbringen. Okay, mache ich. Sorry. Dann zwei kleine Fotos in Passform. Da. Michelle. Also ich habe hier einmal Stickerfoto davon. Bitte, wieso? Mal ich mal kurz zeigen. Da. Hier, aber ich weiß nicht, wo das andere ist. Aha, hier. Versteckt. Bitteschön. Die steckst du da vorne rein, dann kannst du es der Lehrerin geben. Oder weißt du was, ich habe noch eine bessere Idee. Wir machen sie ins Federpenal rein. Weil kein Platz mehr. Doch, wir machen sie da. Kein Platz mehr. Schade Marmelade. Schade Marmelade. Du wirst dann sehen, ob sie die Sticker haben will oder die großen Passfotos, okay? Ja? Sie wird gleich etwas sagen. Gut. Oh mein Gott, das ist so immer aufregend, wenn man weiß, dass man jetzt nicht mehr dabei ist als Elternteil und jetzt müssen die Kinder das. Man muss ihnen das gut erklären, damit sie sich alleine auskennen. Und hast du das alle gemacht? Genau. Dann brauchen wir noch ca. 20 Klarsichthüllen A4. Da habe ich Klarsichthüllen gekauft und die muss man aufmachen, weil da braucht. Warte, ich muss kurz schauen, wo es denn aufmacht. So, da muss ich dir 20 Stück mitgeben. So, 20 Klarsichthüllen. Die, wo mache ich die rein? Ich mache die da rein. Ja. Weißt du was? Ich werde das einfach da reingeben. Eine Heftmappe musste die Lara auch, muss Lara auch haben. Die ist so eine Brille genommen mit Gummiband. Da kann sie dann ihre Hefte reingeben und die zerknittern nicht in der Schultasche oder werden schmutzig. Man kennt, oder? Ja, eine Heftmappe. Und hier rein werde ich jetzt die Klarsichthüllen reinmachen, okay? Was ist das? Das sind Klarsichthüllen. Siehst du, sie sind klar und Hüllen. Klarsichthüller. Ich mache sie dir da rein. Wenn die Lehrerin fragt, wo sind die Klarsichthüllen, dann weißt du Bescheid, sie sind in deiner Heftmappe, ja? Nice! Zwei Stunden später. Kein Platz mehr. Ich glaube, es wird nicht schwer. Dann braucht die Lara auch einen. Oh, danke schön, dass du mir Luft machst. Einen Ringordner. Das ist ein Ordner. Ich meine, ja? Ringordner. Ja.
Du weißt, wie es so passt. Ich kenne mich schon. Von dem Kindergarten. Ja. Sehr gut. Auf jeden Fall braucht ihr lange einen Ringordner. Genau, warum, wieso, weshalb steht hier auch nicht. Farbe. Das soll auf jeden Fall zwei Ringe haben und es soll 7 cm breit sein. Der ist jetzt 8 cm. Die Lara ist schon eingeschlafen, sie ist schon müde. Nein! Bist du schon müde, aufgeregt? Ein Quatschkopf. Ich bin aufgeregt auf meine Etiketten. Okay. Hier in den Ordner müssen wir noch Trennblätter reinmachen. Deswegen habe ich diese hier gekauft. Ich habe so ein Farbregister gekauft. Eigentlich braucht die Lara nur Rot und Blau, aber hier gibt es mehrere Farben. Soll ich dir alle reinmachen oder? Dunkelblau, hellblau, grün, rot und orangenrot. Sehr gut. Und welches magst du, dass ich reinmache? Soll ich wirklich nur blau und rot reinmachen? Oder soll ich dir alle Farben rein? Nein, ich mache nur das, was du brauchst, oder? Also Mappe mit roten und blauen Trennblättern. Und dann brauchten wir noch Schnellhefter. Da haben wir uns so richtig coole Schnellhefter gekauft. Kennt ihr diese Schnellhefter, die so einen Streifen hier haben? Die wollten wir nicht kaufen, weil die sind, finde ich, echt ein bisschen zu dünn und schlackerig. Und ich habe echt coole, so stabile gefunden. Und wir brauchten halt diese drei Farben, rot, blau und gelb, also dunkelblau und gelb. Und ja, die haben wir mitgenommen. Für was sie genau braucht, weiß ich jetzt nicht, aber das werden wir dann schon wissen. Die Lehrerin wird schon ihren Plan haben. Die packe ich dann jetzt noch rein. Und das war's. Wir sind fertig. Oh, warte, ich habe eine Sache vergessen. Eine Tischunterlage. Genau, die haben wir auch noch kaufen müssen. Ich habe hier diese gekauft. Also sie ist so eine Gummi, ist ein bisschen, als sie sich jetzt... Jetzt schaut es aus wie ein Buch. Ja, aber das wird schon, das wird wieder glatt. Auf jeden Fall, das ist so eine Gummitischunterlage, so schwarz-rot. Ja, die Michelle. Die Michelle hat sie auch und... Hat sie noch. Hat sie noch, aber sie hat sie in der Schule, oder? Hat sie zu Hause? Ich weiß nicht, egal, auf jeden Fall. Eine Tischunterlage, die muss man auch noch mitnehmen. Und dann sind wir fertig, das war's. Ja, also, freust du dich? Ich glaube, die Lara freut sich aktuell am meisten noch auf ihre Schultüte. Die weiß noch gar nicht so recht, was auf sie zukommt. Hausaufgaben machen, schreiben, lesen lernen. Wird auf jeden Fall eine spaßige Zeit. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.